Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ich bin Iceman. Ich meine ja schon ein bisschen. Also das ist jetzt nicht die erste Ladung. Ich denke mal, ich mache jetzt noch die eine und dann lassen wir das alles wieder laufen. Ich habe an der Schredder ein bisschen Design-Dinge getan. Oh, falsche Taste. Die werde ich euch gleich zeigen. Was wir noch machen, ist jetzt ein Parkplatz für den Orbitaljumper und tanken. Und dann gehen wir los. Dann gehen wir los Richtung Lava Planet Boy. Und ich hoffe, Serenity, okay, die will nichts von mir. Und ich hoffe, dass das, was ich mir für den Lava Planeten vorgenommen habe, zum einen unterhaltsam ist. Oh, glaub mir, das wird sein. Also ich hoffe, dass der Planet das hergibt. Und zum anderen auch für mich erfolgreich ist. Weil das ist was, das habe ich so noch nie gemacht. Ja. Jetzt komm, mach voll. Dann habe ich ein paar Ladungen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Come on. Na gut. Ne, ihr seht ja, hier fehlt schon eine gewisse Menge. Komm, beweg dich. Beweg dich. Ja, 381 Tonnen sind halt doch 381 Tonnen, ne? Und ich sollte nämlich was trinken. Ja, ihr seht an der Schredder jetzt schon, da ist was passiert. Das gucken wir uns aber gleich ganz in Ruhe im Detail an. Weil da habe ich mir jetzt schon ein bisschen Mühe gegeben. Parken. Würdest du das bitte leer saugen? Ich lasse dich mal kurz leer saugen, solange gucken wir. Ja, ich habe die Tanks ein klitzeklein wenig verkleidet. Ein klitzeklein wenig. Und ich habe tatsächlich unten zwei weitere Lifttriebwerke jeweils gesetzt. Außen habe ich jeweils zwei Gatlings platziert. Hier vorne habe ich jeweils eine Gatling platziert. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Aber jetzt sieht es nicht mehr so ganz nach Rohrhülle aus. Ich dachte, das ist ganz cool, was so nicht roh ist. Jetzt sieht es nicht mehr aus wie eine Baustelle. Jetzt sieht es aus, als muss es so. So, bist du schon leer? Ja, der ist schon leer. Dann lass doch mal gucken, wie viel Industrieller... 1 Million Kilo. Ja, nice. Ja, nice. Das heißt, Motoren an, O2 H2-Generatoren an. Und dann laufen die nämlich wieder. Und das heißt, da kommt noch mehr Sprit zusammen. Vielleicht können wir die Schredder sogar fast voll tanken. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. So, ich gehe jetzt was essen und was trinken. Muss da irgendwas machen, dass ich hier leichter reinkomme. Was trinken? Drink. Drink. Danke. Vielleicht klaue ich da auch noch ein bisschen... Bin am überlegen, ob ich noch ein bisschen Eis klaue, um noch mehr Wasser zu machen. Wäre so ein Gedanke. Oder mache ich das, bevor wir gehen? Ja, ich glaube, das mache ich, bevor wir gehen. Dann mache ich nämlich da noch einen Cargo-Container hin und dann bringe ich da mal eine gewisse Menge Eis rein. So, was ich jetzt will, ist hier ein Parkplatz für den Jumper, der nicht ganz so im Weg ist. Das Problem ist, wenn ich hier vorne den Jumper park, und das ist nämlich so ein Problem... Moment, wir machen jetzt mal das hier weg. Inventory full. Ich fliege immer noch mit vollem Inventar rum. Wenn ich jetzt das da hinten weg mache. Und die brauche ich nicht. Also nicht zwingend. Machen wir die mal weg. So, weil der Arc-Reaktor hängt, ist ja da angebunden.
Wir sind, Moment, von der Bodenebene sind wir 1, 2 weg, haben wir den Verbinder. Das heißt, die Bodenebene wäre die hier. Wäre das die richtige Höhe? Richtig? Das heißt, wenn es dumm läuft, sind die Blöcke hier im Weg. Lass uns mal die Jumper holen. Mein Gefühl sagt mir, dass das so gar nicht geht, aber... ich will das ausprobieren. Huch, bisschen weit vorne. Und dann kommt der. Okay. Das heißt, ich muss die Blöcke da definitiv wegmachen. Und dann könnte das auch mit den Triebwolken, die in der Schredder drin sind, vielleicht kein Problem geben. Doch, das gibt ein Problem, oder? Oder muss ich doch ein ganzes Stück weiter hinten parken? So, auf der Höhe? Ne, dann sind die Triebwerke noch mehr im Weg. Das ist nämlich jetzt das Problem. Triebwerke. Das war ein Stück weiter nach hinten. Genau. Parken. Okay, ich muss definitiv was machen, dass ich die ordentlicher parken kann. Das ist schon klar. Das heißt, die Ebene hier, Blöcke, muss weg. Ich will mich hier eigentlich nicht allzu lange aufhalten. Und ich will den Parkplatz auch nur, dass er da ist. Der Gravel Sifter ist hier. So. Machen wir mal hier zu. Ja, ich mache jetzt hier gerade eine Fläche draus mit Absicht. Ich habe keine Stahlplatten. Ich habe gerade einen Haufen abgebaut. Oder ich habe echt alle reingeworfen. Ich bin manchmal verwirrt, lasst mich. Okay. Das heißt, ich muss auch den Verbinder definitiv einen Block weiter hochsetzen. Jetzt kommt nämlich das und dann kommt der Verbinder hier dran. So. Dann sollte der Verbinder zumindest passen. Okay, dann parken wir die dicke Bertha mal nochmal. Okay, das mit dem Rangieren, entschuldigt mein Ruhigsein, aber Rangieren ist mit dem Ding in der Größe vor allem gar nicht so easy. Ich stehe an. Ich muss den Verbinder weiter rausbringen. Stehe ich an? Irgendwo stehe ich an.
Okay. Ja, aber so wäre die Position, die Parkposition jetzt nicht so übel. Die Parkposition wäre jetzt echt nicht so schlecht. Allerdings müsste ich gucken. Parken nicht möglich. Aber jetzt. Ich habe die jetzt mit Absicht hier geparkt, dass ich genau weiß, wie groß sie ist. Ich bin ja nicht blöd. So. Oh, das könnte aber reichen. Dass hier nichts passiert. Ich bin jetzt ein bisschen schief. Und Front. Oh, Junge. Oh, Junge. Okay, also ich muss auf jeden Fall... hier. Weiter raus. Und das mache ich jetzt mal ganz stumpf. Also so richtig stumpf. Ich will ja nur, dass es funktioniert. Ne? Wenn ich dann einen Parkplatz habe, an dem ich mich sogar noch ausrichten kann, wäre das natürlich sehr gut. Alles leuchtet hier grün. Hat auch was übrigens, wenn der Arc-Reaktor da so hinten rausleuchtet. Ja doch, die Position wäre jetzt nicht so schlecht. Allerdings muss ich jetzt ein Stück weiter nach hinten. Das Positionieren am Verbinder wird schwierig. Ja, okay, jetzt habe ich die ganze Luft rausgelassen. Nicht so schlimm. Entpark das mal. Genau, jetzt ist es nämlich ausgerichtet. Jetzt fliege ich weiter nach hinten. Parken nicht möglich. Parken nicht möglich. Ja, gut, dann schweb halt kurz. Ist jetzt nicht so schlimm. Schweb halt kurz. Aber das sollte soweit okay sein. Richtig? Das heißt, ich mache jetzt den hier weg. Dann mache ich einmal. Hallo, du sollst denn hier dran sitzen. Und zweimal. Dann erst den Verbinder. Ist das... Ne, das sollte dann passen. So. Ich auch noch raus. Dann den Verbinder her. Entschuldigung. Dass ich übrigens so viel niesen muss, kommt von meinen Allergien. Da wir gerade ein bisschen eine Phase an der Baustelle haben, wo es extrem staubig ist, habe ich da ein bisschen ein Problem. Das kann ich leider nicht vermeiden. Ich nehme normalerweise ungern auf, wenn ich Allergie geplagt bin. Nur leider ist es im Moment gar nicht anders möglich. Von daher, na, ich denke, ihr versteht das. Warum kommst du vorne nicht weiter runter? Ich verstehe es nicht. Wo stehst du an? Ja, der steht vorne an. Oder ist es die... Ich sage jetzt bloß, es ist die Gatling. Sag jetzt bloß, das ist die Gatling, an der er ansteht. Ja. Ja. Ich vermute, die ist es. Weil eine andere Lösung... Wüsste ich jetzt... Ich wüsste nicht, wo der ansteht. Hier ist sonst nichts. Da ist nichts, wo man anstehen könnte. Das ist nur die Gatling vorne dran. Ich darf jetzt nichts kaputt machen, weil das Schiff steht hier nur.
Es ist nicht geparkt. Ja, aber das kann doch gar nicht die Gatling sein. Warum willst du vorne nicht weiter runter? I don't understand. Du stehst hier auch nirgends an. Du hast Luft. Tja, dann machen wir doch ein Experiment. Yep. Yep. Die Gatling war's. Die Gatling war's. Das ist halt einfach mal Fakt. Verdammt. Ja. Dann parke ich sie halt so, ohne die Gatling. Was ich allerdings auch machen könnte. Komm. Habe ich jetzt so verrichtet? Ja. Perfekt. Alle Fahrwerke und der Verbinder sind fix montiert. Nice. Okay, das heißt, Gatling-Teile. Die Gatling-Teile lagere ich hier, dass ich die Gatling immer dabei habe. Im Passagiersitz. Man darf nur nicht doof sein, habe ich mir sagen lassen. So, das heißt, wir haben auch einen Parkplatz für den Jumper. Cool. Jetzt brauche ich nur noch einen Verbinder in einer gewissen Höhe, dass ich die Schredder tanken kann. Hier liegt noch Zeug. Ich habe hier Zeug fallen lassen. Was mir einfällt, ich gefragt habe. Au. Ja, wie sieht's denn hier aus? Läuft noch. 68%. Junge. Wie viel hast du noch zu tun? Ja, beweg dich. Im Grunde nichts mehr. Also ist... Dürfte nicht mehr viel da sein. Eis. In ein paar... In den O2-H2-Generatoren ist noch ein bisschen Eis. Ja. Aber gleich nicht mehr. Okay, das heißt, ich schnapp mir jetzt ein paar Rohre. Fünf sollten reichen. Jetzt kann ich nämlich... eins, zwei. Dann... drei. Ich will doch eins hoch, ja. Vier. Nee. Ich gehe 2 hoch. Der ist im Grunde vorübergehend. Ah ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt sind es 5. So. Und jetzt brauche ich noch einen Verbinder. Das Schöne ist... nein, den Verbinder lasse ich drin. Dass ich hier außen weiterhin einen Cargo-Port habe. Wenn ich jetzt aber hier einen Verbinder montiere, sollte ich mit der Schredder an dem parken können. Auch wenn ich euch versprechen kann, dass das sehr stressig wird. Ich weiß nicht, ob ich jetzt starten will. Dann komme ich der Skeletor so nah. Aber ich kann mal so lange mein Cockpit einrichten. Whoop. So. Hallo Schiff. Mein wundervolles Schiff. Ich mag es. Sehr. So. Ab ins Cockpit. Sitzen. Wiegt auch nur 2,5 Millionen Kilo. Uiuiuiui. Dann kann ich meine Gruppe... Pumpschredder H2-Triebwerke. Durch. Wasserstofftriebwerke. Ergänzen.
speichern. Alle Blöcke aus. Dann brauche ich alle Wasserstofftanks. Großer Wasserstofftank. Genau. Habe ich ja ein paar. Genauso wie die kleinen Wasserstofftank. Stimmt, habe ich auch welche. Wasserstofftanks. Schredder. Tanks. Speichern. Genau, und jetzt haben wir nämlich alle Rückwärtstriebwerke. Schredderbremse. Speichern. Cool, dann können wir das nämlich alles mal einrichten. So, wir haben Schredderbremse. An, aus. Wir haben Schreddertanks auf der 9. Vorrat an, aus. Und die Pommes-Schredder hat 2 Triebwerke. Ah, habe ich schon. Ja, okay. So, die nehme ich jetzt alle an, mache. Entparke. Brauche die Wasserstofftriebwerke, um hier zu fliegen. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn hier bitte einen Verbinder treffen? Ich habe doch eine Kamera. Ich habe doch eine Kamera. Okay. Komme ich damit näher ran? Boah. Ja. Nein. Scheiße. Wenn ich jetzt P drücke, doch, ich kann jetzt drücken, dann ist aber die... Doch, die ist weiterhin verbunden. What? Warum ist die weiterhin verbunden? Aber das ist ja gut, dass die weiterhin verbunden ist. Bam. Tanken. So. Jetzt lassen wir die mal tanken. So, dann gehe ich den Verbinder oben richtig einstellen, bevor ich irgendwann meinen Jumper verliere. Weil ich kenne mich, das passiert mir. So. Kann beim Parken verwendet werden. Aus. Prima. Weil, das will ich nicht. Okay. Wir tanken. 0,29% sind überall drin. Wie? Sag bloß, meine Tanks sind voll. No shit, meine Tanks sind alle voll. Und ich habe sogar noch Wasserstoff übrig. Ah, jetzt laufen nur noch die Wasserstoffmotoren. Aber ja, ich hatte schon so viel im Tank, dass minimal Wasserstoff übrig ist. Das heißt, die Schredder ist voll getankt. Ich habe Tanke, habe ich einen GPS... Die Schredder steht hier leicht hochkant. Wollte ich ja mal nur erwähnen. Aber wir haben einen vollen Tank. Das heißt, wir können jetzt fliegen. Und genau das machen wir jetzt. Wir verpissen uns. Und fliegen zum Lavaplaneten. So. Entparken. Alles da, ist alles fest. Ja. Dann richten wir uns nach oben.
Und Boost. Warum bremsen meine großen Triebwerke? Die müssen in die Gruppe mit rein. Machen wir das. Machen wir das so kurz. Habe ich jetzt alles? Yep. Und dann die Gruppe Schredderbremse. Speichern. Das will ich nicht. Das will ich. Gruppen Schredderbremse. Hä? Wieso macht er den nicht mehr? An der Gruppe ist was kaputt. Aber das Schöne ist eh, ich bin außerhalb der Gravitation. Von daher ganz entspannt. Jetzt können wir gleich mal was testen. Und der Jumper scheint keinen Schaden zu nehmen, wenn die Wasserstofftriebwerke angehen. Coole Scheiße. Okay, und wir haben im Grunde keinen Sprit benötigt. Schredderbremse. Ja, das sind Gruppen. Das ist eine Gruppe. Da ist meine Control Station mit drin. Das will ich nicht. Habe ich... Ich hatte da versehentlich meine Control Station mit drin. So, okay. Das heißt, ich schnapp jetzt alle meine Triebwerke. H2-Triebwerke. Bremse. Das sollte alles tun. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt auch die Bremse ausschalte und dem Ganzen mal ein bisschen Boost gebe, bremst auch nichts mehr. Also ich schalte die Bremse an. Und ich habe tatsächlich relativ viel Bremsleistung, fällt mir gerade auf. So, wo ist der Planet unserer Begierde? Da, sieh ihn. Das heißt, man hört den Hund. Ich drehe mich hierher. Da vorne ist er. Das heißt, wir gehen... Ich tippe wie ein Bekloppter. Mal gucken, wie weit wir kommen. 2980 Kilometer können wir springen. Das ist cool. Nein. Oh. Da ist er. Da wollen wir hin. Oh, der hat sogar einen Mond. Oh, wie cool. Aber da wollen wir hin. Zu dem Ding. Da steht jetzt noch GPS. Habe ich in meinen Sprungantrieben noch einen GPS stehen? Ja. Entfernen. Steht da... Entfernen. Sag mal. Okay. Jetzt passt's. 2980 Kilometer auf einmal. Wir springen. Unsere 2.516.481 Kilo. Das dicke Ding. Bam. Wie nah sind wir? Nicht so. Es hat sich an der Größe jetzt nicht so viel geändert. Und ich bin von meinem anderen Planeten, also von der großen Base, 6000 Kilometer weg. Wie weit bin ich von der ursprünglichen Base weg, wenn wir jetzt hier eh warten müssen? Das kann ich mal ausmachen. Das kann ich ausmachen.
Das kann ich ausmachen. Schluchtenplanet, Silbermine. Home. Wo ist Home? 7888 Kilometer die Richtung. Ja, okay. Ja, okay. Ich hoffe, dass mit dem Laden... Jawohl, der... Ja, jetzt läuft ja der Arc-Reaktor mal unter Last. Ja, wir brauchen tatsächlich 102 von 600 Megawatt. Weiß nicht. Weiß nicht. So hoch ist der Verbrauch jetzt nicht. Was ja gut ist. Mein Gott, ich will ja nicht sagen, dass es nicht gut ist. Das ist großartig, dass wir nur so einen niedrigen Verbrauch haben. Pirate Vulture. Nein, das wollen wir definitiv nicht. Ja, was soll ich denn sonst machen, solange ich hier bin? Stimmt, ich wollte eigentlich noch Eis mitnehmen für Getränk. Na komm, wir boosten mal ein bisschen. Können uns mal entspannt fortbewegen. Mit unserem Schiffchen. Ich bin aber tatsächlich relativ entspannt, was jetzt das Fliegen und den Zustand des Schiffes angeht, weil der Zustand ist gut. Ich sollte mal noch meine Türme noch machen. Gatling Turrets. Wenn ich jetzt nämlich hier... Nein. Gatling eingebe, dann fehlen da nämlich einige Geschütztürme. Der nicht. Aber ich habe ja da ein klitzeklein wenig aufgerüstet. Speichern. Dann machen wir Zielreichweite bei allen 800 Meter. Ja. Pirate Vulture. Ja, die ist mir egal. Die will ich nicht. Dann kann ich nämlich auch meine Gatlings hier mit an aus. Und den Bohrer braucht auch niemand mehr, weil ich habe keinen Bohrer mehr. Ich frage mich gerade, mit welchem Wasserstoff ich geflogen bin. Weil der von der Schredder war es nicht. Oh nein. Habe ich jetzt tatsächlich den Sprit vom Jumper leer geflogen? Das muss ich jetzt gucken, weil ich hatte die Tanks immer noch auf Vorrat stehen. Und die Tanks, ja, die sind dann natürlich voll. 21% Sprit hat der Jumper noch. 21%. Das liegt vielleicht daran, dass ich doof bin. Der Hund bellt. Das liegt ja vielleicht daran, dass ich nur ein bisschen doof bin. Ja. Das heißt, wir stellen die mal weg vom Vorrat. Wenn die noch 21% haben, sollte das aber für Tanken reichen. Warum sagt er, dass meine Sprungantriebe nur zu 60% geladen sind, wenn meine Sprungantriebe 3 eingeschaltete Lichter bei allen haben? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, vielleicht muss ich das auch einfach gar nicht verstehen. Ja, 65%. 66. Ja, hä? Aber ja, na gut. Dann ist das halt so. Da ist das halt so. Was trinken. Und so. Aber ja, ich habe tatsächlich den Sprit des Jumpers leer geflogen. Das heißt, ich habe für das, was ich jetzt so geflogen bin, ein Dreiviertel, eineinhalb Tankfüllungen gebraucht. Oh. Dann verbraucht das Ding wohl doch mehr Sprit, als ich erwartet habe. Ah, nein. Natürlich nicht. Beim Auf-Vorrat-Stellen war der Jumper schon angehängt. Das heißt, ich habe ihn da schon leer gesaugt. Nee,
vielleicht liegt es auch daran. Das heißt, nein, ich habe jetzt bei dem Hochfliegen nicht so viel Sprit verbraucht, natürlich nicht. Aber ich hatte halt schon so viel vom Sprit weggesaugt. Das, ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Dumm gelaufen. 82% Sprit. Was kann ich so lang am Schiff machen? Unbekanntes Signal. Ich kann am Schiff so lang eigentlich gar nicht so viel machen im Moment. Wir können mal rausgucken. Hallo. Das Fahrwerk hier unten, das können wir weg. Im Ernst. Ich bin echt am Überlegen, ob die Shredder ein Fahrwerk kriegt. Noch. Aber, bin mir unschlüssig. Ich bin mir echt unschlüssig. Und hier hängt noch ein Schweißgerät. Wo eigentlich Blöcke sitzen sollten. Dann setzen wir doch hier die richtigen Blöcke. So. Den hier und... Ist das der? Ja, ist der, aber nach außen. Also so. So. Cargoport. Ich habe doch Cargoports. Ausreichend. Ausreichend habe ich. So. Da hätte ich nämlich zum Beispiel auch noch Platz für weitere Triebwerke, falls ich noch welche brauche. Allerdings habe ich jetzt doch ein paar. Ich habe das tatsächlich ziemlich symmetrisch gebaut. Hier hinten. Ich bin ja schon ein bisschen stolz auf mich. So ein bisschen. So ein bisschen stolz auf mich darf ich auch mal sein. Ja. Was sagen meine Sprungantriebe? Sprungantriebe sind voll, das heißt, wir können den nächsten Sprung machen. Vielleicht kommen wir dann schon so nah an den Wunschdenken, ich weiß. So nah an den Planeten ran, dass was geht. Kamera. Ausrichten. Und dann 2900 Kilometer weit springen. Nee. Nee, das gibt nochmal genau... Huh, nein, ich will nicht raustappen. Das gibt nochmal genau so einen Sprung. Weil... Quiek. Ja, das gibt noch einen dritten Sprung. Allerdings dürfte ich mit dem dritten Sprung dann in Landereichweite sein. Lass uns mal unsere Kamera schnappen und ein bisschen... Okay, man sieht noch nicht viel. Was haben wir denn da sonst noch? Das Ding hat einen Mond. Das sieht aus wie ein relativ normaler Mond. Dann haben wir da Omikron. Mit zugehörigem Mond. Dann haben wir... Genau, da ist noch der Mars. Jupp, das ist der Mars. Und dann dürfte hier unten irgendwo die Erde sein. Richtig! Nein, das ist nicht die Erde. Das ist Pertem. Das ist... Oder? Nee, für Pertem hat es zu viel Eis. Und dann ist das Titan? Das könnte auch sein, dass das Titan ist. Ah, da unten ist die Erde. Da, das ist die Erde. Samt Mond. Sieht man auch von hier. Ist nur ewig weit weg. Und wenn man jetzt genau guckt, hat es da... noch einen Planeten? Und gucken wir mal noch genauer, ob man da noch mehr sieht. Also wir brauchen eine Weile, bis wir tatsächlich alle Planeten abgeklappert haben. Das kann ich euch sagen. Nee, aber sonst dürfte es relativ... Sonst müssten wir fast alle haben. Bis auf natürlich den neben der Base, den komischen Lilanen. Den müssen wir auch noch angucken. Aber das... Wir werden wahrscheinlich sowieso... zur Base, zur Hauptbase zurückkehren.
Dann allerdings mit einer Shredder, die landefähig ist unter Gravitation und Atmosphäre. Weil das war nämlich noch so ein Gedanke, ob ich der Shredder ein paar Atmosphären-Lift-Triebwerke verpasse. Und vielleicht sogar ein Boost-Triebwerke, zwei oder drei. Also zwei oder drei kleine und dann vier atmosphärische Lift-Triebwerke oder so. Weil, ne, Precious Wasserstoff und so, um den Spritverbrauch zu verringern, wäre das vielleicht gar nicht so. Schon wieder ein Capac? Zebra Monkeys Fleet, tatsächlich. Schon wieder ein Capac. 6 Kilometer. Der Punkt ist, hätte ich jetzt einen ordentlichen Fighter mit Schild und allem drum und dran, würde ich hinfliegen. Das würde ich echt. Aber im aktuellen Zustand, ich habe Waffen, ja, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Schiffe, die kampffähig sind. Die Shredder kann sich verteidigen, ja. Und der Orbital Fighter, der kann auch, der Orbital Fighter sage ich schon, Orbital Jumper, der kann auch kämpfen, wenn es sein muss, unbedingt. Aber das ist der Punkt, es muss nicht sein. Echt nicht. Es muss wirklich nicht sein. Die Pots hier oben, ich bin immer noch überlegen, ob wir die wegmachen oder ob ich die nutzen soll in die Form integrieren. Oder ob ich eine ganz andere Form bauen soll und noch zusätzliche Triebwerke und Tanks. Ja, ich bin mir mit dem Schiff nur so unschlüssig. Ich will auf jeden Fall, dass es auch in der Lage ist, atmosphärisch zu fliegen, zumindest für Notfälle oder zum Underbase landen. Das heißt, es kommen definitiv noch Atmotriebwerke ran. Bloß wo? Frag mich nicht. Bin ich mir noch nie sicher. Ich wollte jetzt gerade sagen, hey, ich könnte ja mal die Ionentriebwerke fertig machen, aber nein, wir haben vermutlich kein Gold mehr. Weil wir haben auch nur ein paar Field-Emitter im Inventar liegen. 47 Field-Emitter. Ja, wir haben noch 500 Kilo Platin, wir haben aber kein Gramm Gold mehr. Uff. Das ist ein bisschen traurig. Uran haben wir im Moment genug, zumindest für die Stromproduktion. Das ist gut. Oh doch, wir haben noch 100 Gramm Uran. 100 Gramm Gold. Bin schon ein bisschen stolz. Über 100 Gramm. Wir haben keinen Schutt. Mehr. Wir haben keinen Schotter mehr. Das war eine blöde Frage. Braucht man da. Ihr braucht keinen Schotter mehr, ne? Wenn ich nämlich nur irgendwo Schotter habe. Ja, nicht mehr viel, aber ich kann Algen-Soja-Zeug nicht mehr herstellen, weil ich keinen Schotter mehr habe. Genau, jetzt weiß ich, wieso ich nämlich so viel zu trinken machen wollte. Also ich werde hier definitiv eine Menge mitnehmen, wenn ich auf den Planeten runtergehe. Okay, ich habe hier auch nur 700 Liter. Der Punkt ist nämlich, auf einem Lava-Planeten erwarte ich jetzt nicht unbedingt Eis. Also, ne? Nicht so. Gucken wir mal in der Schotter rein, dann kannst du da noch ein bisschen produzieren. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem wird mit dem Wasser, weil ich habe ja hier genug, ich kann genug mitnehmen. Ich glaube, wenn ich 500 Liter Wasser mitnehme, das sollte reichen. Das sollte echt eine ganze Weile reichen. Und wenn das Teil irgendwie ein bisschen Atmosphäre hat, dann könnte ich ja mit einem Moisture Vaporator auch noch weiteres Eis für Trinken produzieren. Das wäre ja mal. So. 94% in den Sprungantrieben. Komm schon. Ist aber sonst relativ ruhig hier draußen im All, ne? Bis auf die Zebra Monkeys. Mit ihren pinken Markern, zu denen ich nicht gehen werde. Zumindest nicht so schnell. Wie ist eigentlich Beschleunigung jetzt noch mit Ionen? Ja.
nicht so gut, ne? Ja, die ist nicht so gut. Die ausmache, dann sind nur die Wasserstofftriebwerke aus. Wenn ich aber die Bremsen ausmache, sind da die Ionentriebwerke auch aus. Habe ich das echt so komisch? Naja, gut. lass uns... Oh! Ich bin schon bei Gravitation angekommen. Okay. Keine 2000 Kilometer mehr. Keine 1700. Keine 1600. Keine 1400. Oh. Wait. Kann ich nur noch springen? Jetzt nicht mehr. 44. 14 geht. 1314 Kilometer. Okay. Das sieht weiter aus. Aber okay. Ja, es waren jetzt doch über 7000 Kilometer, die ich gesprungen bin. Oh wow, ich habe einen Sprungantrieb jetzt überhaupt nicht benutzt. Nett. Ja. Das heißt, wir sind am Lava-Planeten angekommen. Jetzt gehen wir hier mal mit der Entfernung runter. Vielleicht kann ich noch näher ran. Meine Frau hat ein Video angemacht. Oh ja, ich kann noch 5 Kilometer springen. Dann lass uns mal noch 5 Kilometer springen. Springst du nochmal 5? Nein, jetzt springst du keine 5 mehr. Das heißt, innerhalb der nächsten 5 Kilometer kommt definitiv Gravitation. Okay. Das heißt, jetzt lass uns mal noch kurz die Kamera schnappen und den Planet so ein bisschen... Also er scheint eine recht dicke Atmosphäre zu haben. Ich bezweifle, dass man... Ich bezweifle, dass man die Atmosphäre atmen kann. Aber wenn er eine Atmosphäre hat, kann ich Eis produzieren, mit dem ich Sauerstoff machen könnte. Die Oberfläche, der Boden ist Lava und so, ne? Aber das alles gucken wir uns morgen an. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.